Der erste Teaser zum neuen Film mit Jake Gyllenhaal war ja schon ziemlich spannend. Da werfen wir jetzt einen Blick auf den ersten deutschen Trailer zu. Nightcrawler, jede Nacht hat ihren Preis. Entschuldigen Sie, Sir. Ich suche nach einem Job. Ich bin ein Arbeitstier. Ich setze mir hohe Ziele. Und mein Motto lautet, wenn man im Lotto gewinnen will, braucht man die Kohle für einen Lottoschein. Was sagen Sie dazu? Ich könnte morgen anfangen. Oder wieso nicht gleich heute? Nein, kein Interesse. Wir sind die Ersten! Geh da rum und find das Wagen, Innere! Hey, zurücktreten! Ich bin schon weg, bin schon weg! Wird das im Fernsehen gezeigt? In den Morgennachrichten. Je blutiger, desto besser. Stellen Sie zufällig gerade Leute ein? Ich baue eine Nachrichtenagentur auf. Hey, was? Weg da! Ja. Wir filmen Material für Eilmeldungen. Vielleicht hast du heute meinen Bericht über das tödliche Carjacking gesehen. Nein, ich meine, ich habe keinen Fernseher. Hast du ein Handy? Ja. Hat das GPS? Ja. Glückwunsch, du hast die Stellung. Okay. Wir nehmen die nächste rechts. Nicht so schnell! Du warst schneller als die Bullen. Ich werde nie etwas von dir verlangen, das ich nicht auch selbst tun würde. Entschuldigen Sie, ich habe etwas, das Sie begeistern wird. Sie haben ein gutes Auge. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie etwas haben. Etwas wie das hier. Etwas wie eine schreiende Frau, die mit durchschnittener Kehle die Straße hinunterläuft. Sie werden mich bald wiedersehen. An alle Einheiten. 2-11 und 1. Das ist ein Überfall. Du musst die Polizei rufen. Werde ich auch, zum richtigen Zeitpunkt. Wir suchen den, der das Auto gefahren hat. Halt auf! Mr. Bloom, ich glaube, Sie haben Informationen zurückgehalten. Das wäre aber überaus unprofessionell von mir. Das wäre so gut wie Mord. Ich will, was Sie mir versprochen haben! Etwas, von dem die Menschen sich nicht abwenden können. Was für einen Notfall möchten Sie melden? Immer schön draufhalten! Ach du Scheiße! Ich denke, Lou inspiriert uns alle dazu, nach mehr zu streben. Ganz ehrlich, ich fand den ersten Teaser schon geil vor einigen Tagen und der Trailer, der packt mich so richtig. Er hat mehr Storytelling als der Teaser drin und dennoch diese geile musikalische Untermalung, sehr krasse Bilder, ohne zu viel über den Film zu erzählen und dabei trotzdem diese perfide Frage nach der Pflicht und Verantwortung der Medien zu stellen, besonders wenn es darum geht, wie bei einem Unfall daneben zu stehen und Bilder zu erhaschen, die man eigentlich der Öffentlichkeit nicht zeigen sollte, wenn es ganz am Ende um die Einschaltquote und um das liebe Geld geht, anstatt die Verantwortung zu übernehmen und so schnell wie möglich Hilfe zu leisten. Das ist im Grunde ja auch ein bisschen der Kernkonflikt in Nightcrawler, den uns Concorde Verleih voraussichtlich ab dem 13. November 2014 in die deutschen Kinos bringen wird. Und hier spielt Jake Gyllenhaal einen Mann namens Lou Bloom, der auf der Suche nach einem Job ist, aber vor allem einer, der weiß, dass man arbeiten muss im Leben, um ganz nach vorne bzw. ganz nach oben zu kommen. Und wer im Lotto gewinnen will, ja, der muss sich auch den Lottoschein bezahlen können. Das ist stets sein Motto. Und als er dann anheuert bei einer Nachrichtenagentur und nachts umherstreift, um krasse Bilder bei krassen Unfällen oder Überfällen oder schwierigen Situationen zu erhaschen, um diese an die Nachrichten zu verkaufen. Da leckt er Blut und da geht es um Geld, Macht, Gier und vor allem das etwas oder das Gefühl, was herausgelöst wird, wenn es darum geht, etwas zu sehen, was kein anderer zu Gesicht bekommt und teilweise schneller als die Polizei zu sein. Das dürfte natürlich so ein Film sein, da kann man rausgehen, auch wenn er nicht für den Mainstream konzipiert ist, eher so ein bisschen cineastisch, ein bisschen besonderer, weil er auch nicht mit einem riesengroßen PR-Budget daherkommt, über den man aber danach wahrscheinlich eine Menge diskutieren kann und vor allem Jake Gyllenhaal in einzelnen Sequenzen vor dem Spiegel mit seinem blanken Wahnsinn in den Augen, finde ich wunderbar die Thematik hinein. Hineinpassen. Deswegen bin ich grundsätzlich auf Nightcrawler ab dem 13. November gespannt und muss ganz ehrlich sagen, Teaser guter Job, Trailer guter Job, gute musikalische Untermalung, spannend gemacht und was will man mehr bei einem Thriller, wenn nicht Spannung. Zuletzt in Enemy war ja schon saucool, ich bin eben gespannt, was Nightcrawler kann und damit bin ich durch mit meinem Trailer-Check zu dem Streifen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn dieses Video mochtet, lasst es bleiben, wenn nicht, ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich herum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, natürlich um 3.